Hallo und herzlich willkommen zurück zu I Wanna Kill the Camellia 2. Immer noch im spannenden Püffraum. So, und ich habe mir mal angeguckt, wie diese Sprünge denn zu funktionieren haben, theoretisch. Also habe ich jetzt eine theoretische Ahnung. Zumindest bis zum ersten Save. Ich weiß nicht, ob ich den Trick dann nochmal machen will und mir nochmal alle Sprünge angucken will. Oder wie ich das mache, das sehe ich dann mal. Aber etwa bis zum ersten Save kommen ist der erste Schritt. Ich werde das Ganze jetzt. By the way, das habe ich mir vorher schon. Überlegt, dass ich das Ganze eine Viertelstunde probieren werde, mit kommentieren. Ja. Also nicht nur, dass ich danach wahrscheinlich die Atemschnauze voll habe. Sondern dass ich danach einfach auch. Einfach die Konzentration haben will, nicht aufs Kommentieren mich da, weiß ich nicht, konzentrieren will. Ja, keine Ahnung. Und irgendwer meinte noch, oh Gott, weil ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau, ob Osoma oder ob's Raptor war. I don't even know. Die zwei reden generell nicht mehr. Kommt ja auch schon mal mit den Aussagen, die die beiden machen. Gerne durcheinander. Wie dem auch. Muss das jetzt verlegen? So, Standbilder sind schön. Okay, danke. Was soll ich sagen? Irgendwer meinte, es gäbe hier einen Triple Diamond Jump. Um ehrlich zu sein, habe ich ihn nicht gefunden. Weder beim Angucken des Videos, noch beim selber Angucken des Raums. Also entweder ich übersehe ihn einfach nur hart, den allzu schwierigen Triple Diamond Sprung, oder keine Ahnung. Oder war das noch in der nächsten Stage erst? Irgendwer meinte, dass es sowas gäbe. Ja, ich kann mich natürlich jetzt auch vertun, den gibt es erst in der nächsten Stage irgendwo. Möglich ist alles. Ach komm. Ja, also wie dem auch sei. Es sind auf jeden Fall alles nicht ganz so einfache Sprünge, ja? Wie man eventuell schon gemerkt hat. Und ich glaube, hätte ich einfach blind drauf los das Ganze gemacht, dann keine Ahnung. Hätte das nochmal 3 Stunden länger gedauert als sowieso. Naja, wobei. Ich hoffe nicht, dass ich mehr als 1 Stunde in dem Baum gehen kann, wenn ich sie so. Ich dann wird es nämlich immer ziemlich demotivierend. Muss man einfach mal so sagen. Boah, Alter. Der Anfang geht eigentlich sogar noch. Ist halt 100% gehen, ja. So, lass ich mal dran. Dann sterben. Weiß ich natürlich nicht, jetzt habe ich mir natürlich auch nur ein Video angeguckt. Das heißt, ich weiß nicht, ob es hier wieder irgendwelche tricky Tricks gibt, die ich zu beachten habe. Aber keine Ahnung, wie gesagt. Vielleicht gibt es irgendwelche Tricks, die ich hier nicht einsehe oder was. Ich habe mir jetzt leider Gottes keinen Timer gesetzt, wann ich in diesem Raum angefangen habe. Ich hätte gerne mal gewusst, wie lange ich dann, wenn ich diesen Raum dann überhaupt mal irgendwann schaffen sollte, wie lange ich dann in diesem Raum dann drin hing. Boah. Schon? Der erste Sprung ist auch schon echt nicht so, nicht ganz so easy. Sagen wir mal so. Aber dank des Videos zum Beispiel weiß ich, dass ich da nicht über den doofen Spike in der Mitte nochmal drüber jumpen muss. Zum Beispiel. Alles so Sachen. Hätte ich wahrscheinlich
hätte ich wahrscheinlich noch 1000 Jahre so probiert, bis mir das mal aufgefallen ist, dass man da auch irgendwo rechts stehen bleiben kann einfach. Es ist so deprimierend. Dudidudidai. Und ich brauche voll lange für diesen ganzen Quatsch. Ich muss auf die Zeit gucken. Ich bin erst 5 Minuten umgegangen. Von den spannenden 15 Minuten. Auf jeden Fall muss man bei diesen Sprüngen von diesen Spikes, die so zur Seite gedreht sind, muss man relativ nah an die Spikes dran. Damit das überhaupt irgendwie was geben kann. Boah, dieser erste Sprung. Wenn ich hier irgendwie so 2-3 Spikes mal entfernen oder was? Und da muss man auf jeden Fall kleine Sprünge machen. So zum Beispiel. Ah! Und so einen Sprung muss man zweimal machen an der Stelle. Genau so ein Jump. Der nächste Jump ist auch noch kacke und dann. Wie viele Jumps sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6 Jumps of Victory, könnte man sagen. 6 Jumps, die man schaffen muss, um bis zur nächsten Speicherbox zu kommen. Ach komm schon. Na. Da wollte ich noch ein bisschen näher an den Spike dran, aber das Spiel hat mich nicht finden. Auf jeden Fall alles nicht ganz so easy hier. Halten wir das mal so fest. Das Problem ist, ich will mich jetzt darüber gar nicht so groß aufbringen, weil im Endeffekt, wie gesagt, sind 6 Sprünge. Die muss ich halt einmal dann hintereinander schaffen. Ich glaube, der schwerste Sprung ist mit Abstand der, den ich bisher noch nicht geschafft habe. Nämlich 10, nein, natürlich nicht. Also der, wo die ganz vielen Schrägen frei sind. Ich glaube, das ist so rein aus der Theorie der schwerste Sprung. Heißt nicht, dass die anderen Sprünge nicht auch schwer werden, aber. Ich werde das dann beim nächsten Save und so genauso machen. Dass es dann eine Viertelstunde kommentierten Teil gibt und dann gibt es halt einmal den erfolgreichen Run danach. Falls es jemals einen erfolgreichen Run von mir durch diese Saves hier geben sollte. Ja. Boah, mein Gott. Der Jump ist echt nicht easy. Oh mein Gott, aber die Jumps sind alle nicht easy. Mal auch mal sehen. Wie mir uns mal aufgefallen ist, dass ich habe ja schon häufiger Sachen mittlerweile offscreen gemacht. Und habe das dann mehr oder weniger an ein Video hinten dran gehangen. Und da kann einem eventuell mal aufgefallen sein, dass der Sound von dem erfolgreichen Run im Endeffekt nicht ganz genau übereinstimmt zu dem Sound, der eigentlich passieren müsste, so von wegen die komischen Schilder fliegen rein und machen ihren komischen Geräusch oder ich mach irgendwelche Schüsse oder so, weil ich speichern will. Und das liegt einfach daran, dass ich die Musik von dem Spiel, wenn ich Offscreen aufnehme, einfach ganz ausmache. Einfach die ganze Zeit irgendwelche Scheißmusik, ja. Und dann nehme ich einfach Stücke von dem vorherig aufgenommenen und setze die Musik dann darunter. Das Problem ist, dass das dann halt teilweise nicht ganz passt. Also ich versuche zumindest schon mal diesen Game-Over-Sound dann nicht in den nachgereichten Stück reinzuschneiden, aber ab und an passiert halt trotzdem das Gefahr. Sowas wie hier diese Schilder zum Beispiel oder
Schüsse oder so, die dann nicht drin sind. Aber da machst du dann nichts dran. Ich meine, theoretisch könnte ich mich dann irgendwo hinstellen und einfach den Sound so nochmal aufnehmen, aber das ist ja dann doch schon wieder irgendwo zu viel Stress dafür. Ah, Mann, da fehlt nicht viel. Also ungefähr muss das aussehen. Schade, schade. Marmelade. Ja, das hier ist ein absolutes Übungsding. Meiner Meinung nach. Das nicht. Deswegen auch hier wieder, wenn man diesen Raum zum zildrigsten Mal jetzt spielt, dann wird man den wahrscheinlich auch relativ schnell schaffen. Weil man einfach genau weiß, zack, von da und her springen, zack, die Höhe und hast du nicht gesehen. Wie gesagt. Das ist dann wahrscheinlich alles nicht so schwierig. Und ja, ich habe mir das Video angeguckt, wie alle Sprünge gehen. Deswegen weiß ich auch, dass kurz vorm Ende nochmal eine Flip kann. Ja, das ist kurz vorm Ende, aber nochmal eine Flip dazwischen kommt. Ja. Wenn man es nicht weiß, unschön ist. Oh Mann! Der Sprung ist echt gemein. Also durch die 3,5 Spikes da. Ich habe übrigens mittlerweile fast kein Problem mehr mit dem Husten. Das heißt, nach 2 Wochen immer wieder husten, geht das Problem dann doch irgendwann mal vorbei. Irgendwann kann ich wieder so sprechen und aufnehmen, dass ich einfach gar nicht mehr husten muss. Das war bisher noch nicht der Fall, aber es wird. Wird immer besser. Das ist halt. Das Problem ist, das Spiel wird nicht mehr einfacher. Das heißt, ich habe schon gehört, dass der nächste Boss scheiße sein soll. Ich habe schon gehört, dass Stage 6 richtig scheiße sein soll, einfach nur. Ich habe eine ganze Menge gehört. Aber ich werde es mir zumindest mal angucken. Wenn die ganze Sache zu krass werden sollte, dann werde ich das Ganze ja auch als getan mittendrin abtun. Weil das hat ja. Aber da muss wirklich schon viel passieren. Weiß ich nicht, da muss wirklich. Ich habe gestern einen Streamer zugeguckt. Ja, was frag mich jetzt nicht, wie das Spiel hieß. Doch, I Wanna Be The RZ oder so? Ich glaube, es war I Wanna Be The RZ. Das war auch richtig kranke Scheiße. So was würde ich zum Beispiel, glaube ich, aufgeben. Weil das war einfach nur. Das war was für masochistisch veranlagte Menschen. Was war das denn? Ist da noch was? Auf jeden Fall war das krank. Scheiße. Deswegen, nee. Muss ich nicht haben. Oh Gott. Bitte. In Gottes Namen. Wird dieser erste Sprung halt häufiger funktionieren, dann kann ich endlich mehr Versuche an den Sprüngen da hinten. Aber es passiert einfach nicht. Einfach immer wieder die gleichen Fails hier, die passieren. Dafür hätte ich halt dann auch gern mehr Konzentration. Und mehr Konzentration würde heißen, kein Kommentieren oder weniger Kommentieren. Aber weniger Kommentieren ist dumm. Weil, genau, ist dumm. Wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn ich in einer Viertelstunde an den nächsten Speicherpunkt nicht kommentieren. Nee. Einfach nur nein. Boah. Dann war ich die Viertelstunde vorher.
willst jetzt eigentlich noch einmal bis hinten zu dem anderen Sprung schaffen, eigentlich. Aber dann im gleichen Moment will ich es jetzt hier nicht so ewig lang noch ziehen. Ich habe halt das Gefühl, ich muss einmal diesen Sprung durch diese Vierer-Ding wieder schaffen. Dann wäre das eigentlich bis zur nächsten Speicherbox kein Problem mehr, außer noch irgendwelche dummen Fehler. Oh Mann! Komm, einmal noch, zumindest bis zu den zwei Spikes da vorne. Wenn ich den Sprung dann fehle, dann ist es so, dann soll es halt so sein. So, jetzt bin ich da. Boah, okay. Gut, dann werdet ihr jetzt gleich sehen, wie ich mehr oder weniger zum nächsten Zeitpunkt durchlaufe einfach nur, wie ein junger Gott. Und dann sehen wir uns da wieder, weil das ist Quatsch, ja. Das ist einfach nicht Quatsch. Gut, dann bis gleich.